Liebe Freunde von Weltbild, mein Name ist Thomas Renkli. Ich bin kein Schwinger, dafür fehlen mir ein paar Zentimeter und ein paar Kilogramm. Ich bin der Autor von diesem Buch. Schwingen verkörpert die echten Grundwerte der alten Eidgenossen. Bescheidenheit, Kampfgeist, Brauchtum, Volksnähe. Gerade darum ist der Sport in der heutigen Zeit beliebter denn je. Wenn im August zeitgenössische Entzug stattfindet, steht dort die grösste temporäre Arena weltweit für 57'000 Zuschauer. Das Budget vom Zweitagesanlass beträgt 37 Millionen Franken. Schwingen findet noch immer in einer werbefreien Arena statt, doch es gibt auch eine andere Seite. Die grosse Präsenz im Fernsehen und die immense Popularität der besten Schwinger haben schon lange die grossen Sponsoren angelockt. Die letzten drei Schwingerkönige haben mit ihrem Triumph Hunderttausende von Franken verdient. Das Buch beleuchtet Szenen von einer ganz neuen Seite. Es spricht Tabus an und lässt alle Protagonisten zu Wort kommen. Und am Schluss stellt man fest, die Schwinger selber sind vom Erfolg von ihrem Sport am meisten überrumpelt worden. Wer einen Sinn für helvetische Traditionen, sportliches Ehrgefühl und wirtschaftliche Zusammenhang hat, der muss das Buch unbedingt lesen. Und damit, liebe Freunde von Weltbild, wünsche ich euch einen heissen, ewigen Sommer und nicht zu viel Sagmehl am Rücken.